Sodale, Bastelzeit. Und ich würde sagen, wir packen mal wieder ein Thema aus, was wir vor ein paar Folgen schon mal hatten. Und zwar hatte ich da ja hier so eine schöne Mutteruhr aufgebaut. Und ja, die wollten wir ja reparieren. Das gibt's diese Folge nicht. Sorry, leider nicht genug Zeit dafür. Aber danke schon mal an alle, die da Zeug eingesendet haben zu. Stattdessen schauen wir uns dann mal eine andere Mutteruhr an. Denn ich habe noch eine zweite bekommen. Die dürfte etwas komplexer sein. Und ich würde sagen, so. Gucken wir mal rein. Das Ganze sieht hier so aus, wie wir unschwer erkennen können. Etwas größer als die vorherige. Ebenfalls von derselben Firma, Benzing. Und in diesem Fall der Typ TS986. Wir haben hier ein Keypanel. Das ist nicht, wie ich erst dachte, mit so Standard-Folientastern. Das hier müsste wahrscheinlich kapazitiv sein, weil hier ist nichts, kein Druckpunkt und nichts. Allerdings fühle ich dahinter halt, dass da auf jeden Fall irgendeine Art Schaltung ist. Also es ist nicht ganz flach. Hier oben haben wir dann noch ein Display, das sieht grün aus. Könnte ein VFD sein oder sowas, also ein Vakuumfluoreszenzdisplay. Auf jeden Fall eine spaßige Sache. Ansonsten außenrum selber nicht viel, außer unten drunter. Da haben wir ein bisschen was zum Schrauben und ein paar D-Sub-Stecker sowie ein normaler IEC, also so ein Standardstecker. Kaltgerätegedönse, die man auch vielleicht vom PC kennt. So, aufmachen geht theoretisch mit einem Schlüssel. Habe ich Schnitt, aber hier steckt was drin. Das sieht so aus, als ob der einfach nur abgebrochen ist. Ist, denke ich, nicht so das Problem. Also schnappen wir uns mal einen Schraubenzieher und probieren, dieses Schloss zu knacken. Ich gehe davon aus, das geht relativ einfach. Also eine Runde Profi-Lockpicking und yep, es lässt sich drehen. Wunderschön. Ich habe aber das Gefühl, das war gerade zu. So doch, jetzt hier tut sich was. Mit etwas Gewalteinwirkung geht das Ding auf und da sind wir im Inneren. Das ist überschaubar auf den ersten Blick, auch wenn wir mal scharf stellen. Wir haben hier 2-2, das sind aber unterschiedliche Module auf jeden Fall. Wir haben hier unten eine Stromversorgung, jedenfalls der Optik nach, Brückengleichrichtersicherung, hier hinten ein großer Ringtrafo. Okay. Und wie kann ich das zeigen? So rum. Da ist noch etwas mehr. Da versteckt sich der Rest der Schaltung. Offensichtlich etwas komplizierter. Und auch hier haben wir wieder zwei Batterien, wie es aussieht. Vata NiCD ist eine Nickel-Cadmium-Akku. Okay. Viele Toshiba-Chips hier, die gesockelt sind von 1900. Könnte 85 sein, 83, 84... Also offenbar auch aus den 80er. Oh, ho, ho, ho. Ein Z80-Prozessor und noch ein Z80-Prozessor. Und noch ein? Moment mal. Das sind alles Z80s? Die gehören aber hoffentlich irgendwie zusammen und sind nicht alles einzelne CPUs, oder? Okay. Interessant auf jeden Fall. Ich suche mal gleich die Datenblätter raus. Das dürfte interessant werden. Was zum Geier ist das hier? Okay, vielleicht sollten wir etwas geordnet vorgehen. Und ich würde fast sagen, wir fangen am Eingang an. Oder fangen wir mit den Modulen hier erstmal an, dann habe ich da ein bisschen Platz. So, die haben hier diese Stecker drauf. Das dürfte, wenn ich richtig schätze... Ja, das sind einfach IC-Sockel. Und hier das ist so ein IC-Sockelstecker für das Kabel. Damit ist das Ganze hier reingedrückt, nochmal mit Klammern gesichert, auf beiden. Die beiden Kabel laufen zur Hauptplatine rüber. Und dann haben wir hier die beiden Stecker hier, das sind einfach D-Sub-Verlängerungen und die gehen hier unten auf das Panel. Das heißt, das sind auch die, die wir draußen sehen. Daran sehen wir auch, dass das zwei unterschiedliche sind. Die sind aber offenbar auch... Oh, coole Sache. Wow, da sind Bauteile drauf, das gibt einen Spaß. Die sind, also zumindest das hier hat auch das Logo von der Firma drauf. Das hier sehe ich jetzt keins, aber ist wahrscheinlich, dass das irgendwie dazu gehört. Die sind hier dann irgendwie reingesteckt, hier unten nochmal verschraubt. Das dürfte für die Stromversorgung wahrscheinlich sein. TXRX senden,
Was ist das? Steuern, melden, Sync. Das sind die LEDs hier, wobei nur die ersten drei bestückt sind. Und sind die gesockelt? Ne, die sind nicht gesockelt, sah nur so aus. Und das hier, was wir hier sehen, das sind auch LEDs. Und das sind diese kleinen Bubble-LEDs. Die kennt man eventuell eher so aus der Retro-Ecke. Aber hier haben wir sie mehr oder weniger als... Ist das sogar... Ja, das sind jeweils vier Stück in einem Gehäuse. Da haben wir dann Sync, TX, RX, RTS, CTS, DCT, DSR und DTR. Das klingt schon fast nach einer seriellen Schnittstelle. Und hier haben wir auch Wählverbindung ist gesteckt. Half-Duplex ist nicht gesteckt. Voll-Duplex ist gesteckt. Und nochmal Half-Duplex... Okay, nee, das ist Half-Duplex, Voll-Duplex, das ist HFD, was auch immer das ist. Das sieht mir fast so aus, ob das hier für ein Modem gedacht ist, denn Wählverbindung klingt schon so in die Richtung. Dann werden wahrscheinlich hier oben die serielle Schnittstellen sein in Richtung vom Prozessor. Das hier wird für den Anschluss von einem Modem sein. Ich müsste mal durchzählen, das könnte ein DSUB 25 sein, das ist der Vorgänger von diesem DSUB 9, den man heute eventuell noch kennt. Und das hier, ja, ich hätte gesagt ein Gameport, aber wohl eher nicht. Ich habe die Befürchtung, zum Spielen ist das hier nicht gedacht gewesen, auch wenn wir das jetzt tun. Eventuell irgendwelche Kanäle, um die Uhren anzusteuern, denn wir haben ja sonst keine Stecker gehabt. Wir müssen ja irgendwo unsere Uhren dran stecken können. Das könnte eventuell das sein. Das Ganze, wie wir hier sehen, relativ modular gehalten. Also wir können hier einfach die Kabel rausziehen und dann haben wir schon mal die Hälfte weg. Den Rest gucken wir uns dann gleich noch an. Gut, machen wir erstmal hier weiter. Die beiden hatten wir ja schon, die Kabel. Das holen wir auch mal auf Seite und dann gucken wir mal hier auf diese Stromplatine, die wir haben. Wir kommen hier auf jeden Fall schon mal rein. Über diesen, da wird wahrscheinlich ein Netzfilter drin stecken, der so ein bisschen Filterung macht. Ground geht direkt aufs Gehäuse hier. Von da aus geht's mit dem hier auf den Trafo für Ground und... Das obere Gehäuse war nochmal separat eingesteckt. Das obere Board scheint keine separate Ground-Verbindung zu haben. Die anderen beiden gehen direkt in diesen Ringkern-Trafo hier. Also das ist offensichtlich unser Hauptspannungslieferant. Der wiederum hat... Was hat er denn? Der hat nur einen Ausgang und der geht hier hinten drauf. Das heißt, wir kriegen wohl... auf der Netzteilplatine schon eine kleinere Spannung. Und ich habe gerade gesehen, auf der anderen Seite ist ein Typenschild, Transformator, aber leider keine Nummer drauf, keine Spannung oder so. Also ja, unbekannt viel Volt. Ja, von da aus, wie schon gesagt, Gleichrichter, Sicherung, ein großer Elko 40 Volt, 4700 Mikrofarad würde ich schätzen. Made in West Germany. Okay. Auch die hier sehen interessant aus. 100-63. Wahrscheinlich 100 Mikrofarad bei 63 von Fraco. Die habe ich in der Bauform tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ja, die restlichen Sachen gucken wir uns dann, denke ich, gleich genauer an. Hier scheint nochmal ein Trafo drauf zu sitzen. Und ja, von da aus können wir offenbar auf mehrere Dinge gehen. Wir haben hier die ja angeschlossen und hier sind nochmal drei Plätze frei. Auch hier oben haben wir drei Punkte frei. Ich gehe mal davon aus, das kommt dann je nachdem drauf an, welches Modell man nutzt, dass man da noch mehr von diesen Modulen hier einstecken kann, je nachdem, was man da braucht. Interessant dabei diese Metallbar dahinter. Das hätte ich jetzt so nicht vermutet, aber auf der Höhe hier ist ein Erdungssymbol und hier ist ein Erdungssymbol. Okay, nee, Okay, die Erdungen sind hier nicht angeschlossen. Welp. Und gerade noch hierzu, hier ist ein Pin, den drückt man einfach rein. Dann kann man hier das tatsächlich einfach so nach oben ziehen. Und unten muss man nichts schrauben. Geht einfach so, sind gefederte und man hat das Ding in der Hand. Auch nicht schlecht. Und was mich eben verwundert hat, ist das hier, nämlich dieses Reset-Ding. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Könnte eine Spule sein oder sowas mit einer LED drüber. Ja. Okay. Wie schon gesagt, gucken wir gleich genauer. Gehen wir erstmal weiter. Wir haben hier noch dieses Ding. Wo geht denn das Kabel überhaupt hin? Das geht nach draußen. Achso, das ist die Klemme draußen. Und das hier, das ist ein Kondensator. 0,1 Picofarad, wie es aussieht. Seltsame Bauform. Aber gut, könnten zwei Kondensatoren sein, die hier gegen Ground gehen.
Nun gut, gehen wir mal weiter und drehen das Ganze um. Dann schauen wir uns mal die eigentliche Logikplatine an. Oder versuchen es zumindest. Wird jetzt ein bisschen schwer, weil ich das hier noch nicht ausgehangen bekommen habe. So, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das so hält. Ist jetzt ein bisschen wackelig. Wir haben hier das Kabel, das ist unsere Stromversorgung. Und da sehen wir schon Ground, 5 Volt, 15 bis 35 Volt und Rest, was wahrscheinlich Reset ist. Wir haben hier oben anscheinend einen abgetrennten Bereich. Das sieht wie eine zusätzliche Stromversorgung aus. Danach zu urteilen, dass wir hier irgendein RD135 haben. Das könnte ein Transistor sein. Eine große Spule, wie es aussieht. Großer Elko. Und das hier dürfte eine Sicherung sein. Dann haben wir hier im oberen Teil noch diese beiden hier. Die scheinen zugehören. Selbe Firma. Die könnten eventuell mit dem Display oder sowas zu tun haben. Ja, das wird wahrscheinlich Display-Controller sein, die beiden hier. Wir haben hier einen MS-Laser. Das dürfte ein Magnetstreifenlaser sein für so Zeiterfassungszeugs. Und hier steht Drucker drauf. Darunter haben wir eine Konfiguration wieder. Sync asynchron, Interrupt und die Baudrate. Die ist im Moment gesteckt auf 153K5. Das dürfte 115300 sein. Moment mal, 115300? War es nicht 115200, was man eigentlich fährt? Interessant. Und der zweite Konfigurationsregister hier ist gesteckt auf 9K6, also 9600. Was haben wir noch? Wir haben hier unten zwei Nickel-Cadmium-Batterien. Die scheinen direkt hintereinander geschaltet zu sein. Und sie sind offenbar noch nicht so wirklich ausgelaufen. Das ist verwunderlich. Normalerweise sieht das anders aus. Hier haben wir nochmal zwei Schalter. RAM 4, RAM 5 ist nicht bestückt. Dann wird das hier RAM 3, 2, 1 sein. Wir haben unten drunter, ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, Lötbrücken. Da steht was von RAM-Typ. Da kann man anscheinend dann auflöten, wie viel RAM man hat. Dann haben wir die RAM-Startadresse, die kann man auch auflöten. Daneben haben wir einen HM6116LP. Ich hätte jetzt spontan gesagt, das ist RAM 0. Wieso das ein anderer ist, ja. Dahinter haben wir drei Stück von diesen ROM. Das ist P-ROM-Typ. Auch hier wieder Lötbrücken drin. Und man sieht eventuell hier durch, da sind so Kreise. Das dürfte also mit UV-löschbarer RAM sein. Oben drüber dann nochmal so ein paar Steckerchen. Ich mache die mal gerade weg, dass wir mehr sehen können. So, und hier können wir sehen, das hier ist BSRB, BSRA. Das sind also die beiden Module, die wir haben. Hier sind noch zwei. Die sind beschriftet mit DEAA und DEAB. Okay, wir haben einen Kaltstart und das sieht genauso aus wie unten der Reset. Dann haben wir jede Menge ICs, die zum Teil gesockelt sind, zum Teil fest drauf sind. Den großen Buzzer natürlich und diese riesen Z80-Serie hier. Ich würde sagen, ich mache mal wieder ein Bild davon und dann gucken wir uns das mal genauer an, was wir da alles für ICs haben. Auf jeden Fall schon mal positiv zu erwähnen, keine Leckagen, keine Sachen, die kaputt aussehen. Also ich glaube, den können wir gleich sogar in Betrieb nehmen. Und diese Methode mit dem Reindrücken und Rausziehen, die zieht sich auch komplett durch, also auch das Mainboard. Einfach drücken und schon kommt das hier raus. Ist also alles so gebaut, dass man das sehr schnell entnehmen kann. Ich gehe mal davon aus, dass da einige Leute auch ziemlich nervös geworden sind, wenn die hier ausgefallen waren. Und entsprechend da die Techniker vor Ort nicht unbedingt unglücklich darüber waren, dass man die hier flott dann tauschen kann und entsprechend die Geräte wieder in Gang bringen konnte. Und was haben wir auf der Rückseite? Na? Das ist definitiv ein VFD, sogar ein Matrix-VFD mit Bildpunkten. Das könnte spaßig werden. Wenn das noch funktioniert, ist das auf jeden Fall ein sehr lustiges Spielzeug. Hier unten sogar der Nippel mit einem Schutz. Hey! Ansonsten auf der Rückseite nichts drauf, außer ein kleiner 100 Nanosievert NS. Ich hätte jetzt gesagt, es ist ein kleiner Kondensator, der nachträglich da als Botch draufgekommen ist. Oh, und eine Diode. Ja, nicht viel auf jeden Fall. Sieht halbwegs so aus, als ob es so funktioniert hat, wie sie das sich vorgestellt haben. Dann fangen wir mal hier mit dem hier an. Das ist diese, ja, quasi Netzteilplatine. Und wir gehen mal von rechts, das ist da, wo der Trafo reinkommt, einmal durch. Trafo kommt rein, geht über einen Brückengleichrichter, eine Sicherung und landet dann hier.
Das ist ein Kondensator 4700 Mikrofarad bei 40 Volt. Und von da aus wird das Ganze dann weiter verteilt. Unter anderem geht es dann mit dem hier weiter. Das ist der UC3524AJ. Das ist ein U mit einem Strich drunter. Den hatte ich so noch nicht gesehen, den Hersteller. Aber das Internet kennt sie alle. Das ist ja Unitrode, wie auch immer man das ausspricht. Es ist ein Regulating Pulse Width Modulator, sprich ein Schaltregler. Das Ganze hier hat nämlich noch ein Schaltnetzteil und dann kommt auch der Rest hier daneben dahin. Denn wir haben hier einen Transistor, einen BUZ21, ist ein normaler N-Channel-MOSFET, nichts Besonderes. Und das hier, wo ich dachte, das wäre ein Trafo, nope, es ist einfach nur eine sehr, sehr große Induktivität. Okay. Von da aus scheint es dann auf den Elko hier zu gehen, auch 4700 Mikrofarad, aber nur 16 Volt. Und ja, das bedient dann hier den Rest. Wir haben noch jede Menge Passivgerümpel, ein paar Kleinkram hier. Und das hier hinten, 74H1004, das müsste ein NAND sein. Ja, knapp daneben, Hexinverter. Dreht also einfach nur Dinge um. Ich gehe mal davon aus, das hat so mit Reset und so zu tun. Denn wie wir sehen können, so ganz viel ist da nicht. Die Anzahl der Traces ist da doch überschaubar. Ja, was wir ansonsten noch hatten, was ich eben ja schon angesprochen habe, sind hier diese Elkos. Die haben eine Bauform, die ich so noch nicht gesehen habe. Hersteller Fraco. Ich habe mal nachgeguckt, die gibt es tatsächlich noch. Ist immer noch ein Hersteller auch für Elkos und die haben eher so Spezialzeug inzwischen. Ja, von da aus geht es dann hier auf dieses Ding. Das geht in Richtung von unserem Board. Ich gehe mal davon aus, das wird 5 Volt sein, weil hier ist eine LED 5 Volt. Die unregulierte Spannung oder die leicht geglättete Spannung von hier hinten, Ground und dann haben wir noch drei Pins. Das geht dann eher so in Richtung Reset und Steuersignale, würde ich schätzen. Und dasselbe wird dann natürlich auch hier unten auf diese Leisten mit den Federn verteilt, um die einzelnen Module da zu versorgen. Ja, Unterseite ist nicht viel zu sehen. Ja, das Einzige, was hier ein bisschen auffällig ist, das ist das hier. Das ist dieses Copper Hatching, heißt das. Hat man früher gemacht, um nicht so große Kupferflächen zu schaffen, sodass da immer wieder Unterbrechungen drin sind. Das hat ja den Vorteil, dass sich Hitze beim Löten und so nicht so stark verbreitet. Und damit sinkt die Gefahr, dass sich das Board rund dreht, so ein bisschen verbiegt. Mit den heutigen Materialien eigentlich kein Problem mehr. Früher hat man das aber häufiger gesehen. Und was ihr hier so seht, was ein bisschen kaputt aussieht, das ist ganz normal. Auch wenn wir auf die Traces gucken, da ist es ja auch zu sehen. Das ist die damalige Lötstoppmaske, müsste das, glaube ich, gewesen sein. Das war wirklich eine Folie, die man da drauf geschmiert hat. Und da konnte es schon mal dazu kommen, dass die nicht ganz gerade ist und dann hier solche Blasen da bildet. Ist aber, wie gesagt, ganz normal und ja, kein Problem in dem Sinne. Ich glaube, damit sind wir hier mit dem ja, Board soweit durch. Was ich gerade sehe, was ich noch vergessen habe. Zum einen, hier ist offensichtlich dann doch irgendwas drauf gesifft, also irgendwas ist ausgelaufen, hat hier ein bisschen Korrosion verursacht, aber es sieht so aus, ob die Traces noch okay sind. Und das hier, dieser Reset-Button, das ist tatsächlich ein Button und nicht, wie ich dachte, ein Magnetsensor. Den kann man so wirklich drücken. Gehen wir mal weiter zu denen hier, die beiden Module, die eingesteckt sind. Wir haben hier hinten einfach so eine, ja, es ist im Prinzip so eine Schraubklemme, aber da sitzen diese Metallpins fest drin und man hat von der Seite nochmal zwei Bögen angelötet, um dafür zu sorgen, dass die Leute das auch gerade reinstecken. Der obere, der hat dann hier vorne erstmal ein bisschen Gerümpel, so Transistor und Elko und offenbar eine Spule, das dürfte also alles Stromversorgung sein. Wir haben den Verbinder nach draußen und dann geht es hier hinten weiter. Da haben wir ja schon ein bisschen was gesehen. Wir haben einmal hier diesen Jumper, Vollduplex, Halbduplex, HFD, was auch immer das ist und Wählverbindung. Die Viererpacks an LEDs, dieser große Blob-Kondensator mit dem Adapter und dann einen Haufen von ICs, die uns dann relativ genau sagen, was das Ding macht. Ich meine, ja, wir können es eh schon erraten, Vollduplex, Halbduplex, Wählverbindung. Das ist auch mit den LEDs definitiv eine serielle Schnittstelle. Aber gucken wir mal, MC1488L und Überraschung, ein Quadruple Line Driver und das Ganze kompatibel zu IEA-232, also serielle Schnittstelle und V28 müsste Modem-Schnittstelle oder sowas sein. Also auf jeden Fall ist das hier unser Treiber für den Ausgang und dann ist das hier auch wirklich eine serielle Schnittstelle.
Daneben ist dann wieder ja, Logikbausteine 74HC32 ist ein 2-Input-OR-Gate. Daneben ein Hexinvertor wieder. Und ganz rechts die beiden, ja, UA1489. So wirklich viel kann ich dazu nicht finden. Das dürften auch irgendwelche Line-Driver sein. Leider steht hier nicht wirklich was dabei, was das Ding macht. Ich habe nur ein paar grobe Werte gefunden. Aber wahrscheinlich ist das einfach nur, ja, um Spannungslevel miteinander zu kombinieren. Der zweite ist da schon ein bisschen einfacher aufgebaut. Wir haben nicht so wirklich viel Stromversorgung. Der Port ist kleiner. Die Jumper, wir haben die Party Links. Okay. Und die Einstellung 4-Draht oder nicht 4-Draht. Hier können wir im Übrigen auch sehen, dass diese Jumper hier, auch hier oben bei dem, nicht zwingend sind. Darunter sind nämlich SMD-Lötjumper gewesen. Das heißt also, man hätte hier das Ding auch weglassen können. Müsste man dann mit dem Lötkolben setzen und kann nicht einfach nur stecken, aber wäre drin gewesen. Dann haben wir ein paar interessante Dioden, wieder die hier, die hatten wir ja eben schon gesehen, die so ein bisschen bombenmäßig aussehen. Und so eine schöne Glasdiode, wo man richtig reingucken kann. Ein paar LEDs und dann diese hier und die verraten uns relativ flott, was das Ding macht. DS3695 und das ist ein RS485 Transceiver, das heißt also, das was wir schon bei unseren Stromzählern und so hatten. Die haben wir zweimal, also wahrscheinlich zwei Busse, die dann hier drauf liegen. Und nochmal ein bisschen hier hinten, 74HC04, den kennen wir inzwischen ja. Das war unser Hexinverter. Und hier oben das ist nochmal ein Quad-2-Input-Endgate. Also auch nichts allzu Exotisches. Bei denen hier können wir im Übrigen schön den alten Aufbau sehen. Und noch eine andere Sache. Guckt euch nämlich mal die Traces an. Erstmal haben wir hier diese schöne, ja, runde Verlegemethode hier. Dann haben wir aber teilweise auch kombiniert, dass wir die Runden zwar haben, aber dann teilweise trotzdem hier diese 45 Grad Winkel kommen. Okay, hier sieht man es das auch schön, hier sind die gebogenen und hier hinten haben wir dann plötzlich unsere 45 Grad Traces dazwischen. Und was man auch sieht, hier auf beiden Boards laufen die Traces fast ausschließlich von links nach rechts. Wenn wir jetzt mal auf die Rückseite wechseln. Überraschung, hier fließen die meisten Traces von oben nach unten. Das ist so, ja, hat man früher beim Autorouting oft verwendet. Wobei ich hier schätze, dass ja, vielleicht mit dem Autorouter angefangen wurde und dann per Hand fertig gemacht oder sowas. Ich kann es natürlich jetzt im Nachhinein nicht wirklich sagen, aber es ist schon auffällig, dass so viele unterschiedliche Stile da gemischt wurden. Auf der Rückseite im Übrigen verbirgt sich noch etwas. Habt das schon gesehen? Nö, wir haben eine Botchwire. Ein einziger Draht, den hat man hier nachträglich hingemacht. Schön in grün, dass man es nicht sieht. Ich bin beim Durchgehen irgendwie so etwas verwundert gewesen, dass sich hier was kreuzt und habe deswegen nochmal nachgeguckt. Ist tatsächlich ein Draht. Ansonsten, ja, auf der Rückseite nicht viel zu sehen. Wir haben hier durchnummeriert alles auf beiden Boards. Man sieht ein bisschen unterschiedliche Materialien, aber sie dürften ungefähr aus derselben Zeit stammen. Und beide haben dieses Logo hier drauf, dieses Transistor-Logo. Könnte eventuell der Hersteller sein und beide irgendwas mit 84. Ich würde spontan sagen 1984, das würde schön passen. Gut, fehlt noch das Monster im Raum. Der hier. Ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen komplizierter, also fangen wir mal auf der Rückseite an, denn die ist einfacher. Das hier oben habe ich ja eben schon gezeigt, das ist ein VFD, also ein Vakuumfluoreszenzdisplay. Im Prinzip jede Menge oder eine große Vakuumröhre mit jede Menge Dingern, die leuchten können. Ob das ein gutes oder schlechtes Display ist, ist glaube ich ein bisschen Geschmackfrage. Die einen sagen, das ist sowas Schönes, Retro-mäßiges. Die anderen sagen, meh, neuer TFT und gut ist. Was wir hier schon ein bisschen sehen können, wir haben hier vorne diese Drähte, die einmal quer drüber gespannt sind. Das sind die, ja, sie heißen Heizdrähte, wobei sie nicht glühend heiß werden. So einfach nur ein bisschen warm, sodass wir ein bisschen was an, ich glaube, Elektronenbands abgeben. Das ganze VFD sitzt hier auf Sockeln drauf, auf vier Stück. Das heißt, das kann man auch ohne Probleme austauschen, also zumindest wenn man sie noch bekommt. War also auch an dieser Stelle wartungsfreundlich. Ansonsten auf der Rückseite, wie eben schon gesagt, diese 100 Nano S und eine Diode. Das war's auf der Rückseite. Was wir hier aber auch wieder gut sehen können, das sind so, diese ganzen Traces gehen großteils links nach rechts. Und ja, auch hier im Prinzip dasselbe Konzept. Hier unten können wir im Übrigen sehen, wir haben hier die
Leitungen, die immer die Pins von fast allem miteinander verbinden. Das heißt, die ganzen RAM- und ROM-Chips hier unten, die werden in einer großen Daten- und Adresslinie drin sein. Und dann gibt es nur irgendwo einen Draht, der dann Chip-Select ist oder so. Und ja, irgendwo werden dann die ganzen Pins abgegriffen und hoch in Richtung des CPUs gehen, sodass wir da die Verbindung haben. Also, Vorderseite. Stürzen wir uns mal ins Getümmel. Wir haben hier oben ein BD135 mit Dings und Bums. Das da ist offensichtlich eine Stromversorgung. Ich tippe mal auf eine Stromversorgung, die ein bisschen höhere Spannung hat, denn so ein VFD braucht meistens doch eine höhere Spannung. Das heißt, das hier oben wahrscheinlich fürs VFD eine entsprechende Stromversorgung. Daneben haben wir die beiden Chips hier. Die sind hinterm Display. Was könnte das wohl groß sein? Und wenn wir mal gucken, MIG10939 ist hier mit dabei, VF.Matrix Display Controller. Überraschung, es ist genau das. Der 40er wird wahrscheinlich was Ähnliches machen, 5x7.20 Character, das kommt ja in die Richtung hin. Leider das Datenblatt relativ dünn, das heißt also, ja, ich habe leider keine direkte Ansteuerung, das macht es dann eher schwer, wenn man da die Dinger anderweitig ansteuern möchte, aber das hier ist auf jeden Fall das, was für uns relevant ist, wenn wir mit dem VFD reden wollen. Dazwischen haben wir wieder hier ein bisschen 74er Logik. Ich gehe jetzt nicht weiter rein. Dann haben wir hier ein bisschen was zum Stecken. Barcode, Laser, das hier war der Magnetstreifenlaser, Drucker. Also wenn man sowas dran machen möchte, kann man das. Paar Jumper, wieder ein Haufen Glue Logic, der irgendwelche Dinge tut. Die Batterien mit dem Schalter, an dem man die Batterien bitte ausschalten sollte, wenn man sie nicht benötigt. Die hier waren leider an, deswegen ja, sehen die nicht mehr so frisch aus. Den RAM hatten wir ja schon gesehen. TC5517AP. Und wir sehen, hier ist sogar einer, der anscheinend mal getauscht wurde. Wobei, nee, der ist sogar älter. 83, die sind 84. Okay, am Ende ist es dasselbe Bauteil. Das Ganze ist ein SRAM, 150 Nanosekunden Reaktionszeit und ein Stein enthält 2048 Wörter bei 8-Bit. Macht also 2 Kilobyte, 2, 4, 6 Kilobyte an RAM haben wir offensichtlich. Eventuell 8 Kilobyte, wenn das ja auch ein RAM-Chip ist. Was ist das? Und ja, auch das ist nochmal 2 Kilobyte mal 8. 120 Nanosekunden ist ein bisschen schneller, aber ich schätze mal, die werden hier einfach bei denen geholt haben, was halt gerade in der Kiste rumgeflogen ist. Nicht ganz so Kiste rumgeflogen sind die ROMs. Wie schon gesagt, die sind vorprogrammiert, sie sind gesockelt. Und wir sehen hier, da ist 012, das heißt, also sind auch die entsprechenden Codes. Das ist die eigentliche Programmierung von diesen ganzen Prozessoren, zu denen wir dann gleich kommen. Und ja, die können wir uns auch nochmal genauer angucken. Bisschen weiter hoch, Gleichrichter, Glue Logic, ein Okipart 5832. Und was das ist, kann man eventuell schon ein bisschen ahnen, wenn man mal den Traces hier folgt und sieht, dass hier so ein Comia Quartz in der Nähe ist. Das ist nämlich ein Microprocessor Real-Time Clock and Calendar. Also das ist unsere eigentliche Uhr. Hier nicht mehr wie bei dem anderen Modell, was ich gezeigt hatte, mit irgendwelchen Timer-ICs oder Counter-ICs gemacht, sondern tatsächlich digital mit diesem Chip, der sich um die komplette Uhr kümmert. Und der Prozessor kann dann einfach darauf zurückgreifen und gucken, was wir gerade haben. Darüber haben wir dann DAA, DAB, was auch immer das ist, ein Taster für Kaltstart. Und hier oben die zwei seriellen Schnittstellen, BCA, BCAB. Das sind die beiden Module, die wir eben gesehen hatten. Kommen wir zur bösen Mitte und da sehen wir sehr viel Zilog und ein SGS. Und alles ist Z80. Und wer jetzt denkt, dass das Multicore ist, nee, nicht ganz. Das hier, das ist mehr oder weniger eine modulare CPU. Der einzige Prozessor, das ist der hier unten, Z8400APS. Das ist die eigentliche CPU. Und das, was wir hier drüber haben, das sind alles, ja, Peripheriegeräte. Ihr kennt ja vielleicht, dass ihr bei aktuellen Mikrocontrollern GPIOs habt, serielle Schnittstellen habt, einen Anschluss irgendwie zum Beispiel für RAM habt oder sowas. Und das ist hier großteils als externe Chips ausgeführt. Das heißt, wir haben hier die CPU, dann haben wir hier die 8420, das sind Parallel I.O., das ist also quasi unser GPIO. Den haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 mal GPIO. Pardon, 6 hier oben ist auch noch einer. Und hier haben wir dann ein SIO-O.
Das ist eine serielle Schnittstelle. Und weil Eingabe und Ausgabe nicht ganz reicht, haben wir dann den noch dabei. Das ist der Z8430. ACTC, das ist ein Counter-Timer. Das heißt also, ja, da sind einfach vier Counter drin, die hochzählen können. So kann man dann zeitbasierte Sachen machen. Abgesehen jetzt natürlich von der RTC, die ja auch noch da ist. Den Rest lasse ich jetzt mal weg. Das führt dann, glaube ich, ein bisschen zu weit. Aber ich glaube, wir wissen grob jetzt, wie das Ding funktioniert. Wir haben hier den Hauptprozessor, haben dann entsprechend die Programmierung, also die Firmware vom Hauptprozessor hier unten. Dann hat der Hauptprozessor jede Menge RAM dabei, wobei der sich noch erweitern ließe. Und von denen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 parallele Ports. Ein Teil wird wahrscheinlich hier für Barcode-Leser, Magnetstreifenleser und so weiter sein. Das heißt, wenn wir uns mal die Rückseite angucken, können wir relativ gut sehen, dass zum Beispiel hier die Reihe auf den Port geht und solche Späße. Und selbiges dann entsprechend hier, wo wir dann auch entsprechend Verbindungen zum Beispiel von hier nach hier haben. Außerdem haben wir hier oben serielle Schnittstellen, die gehen auf die beiden hier. Das sind unsere Zusatzmodule, die wir da unten verbaut haben. Und last but not least hier unten der Timer-Counter, der dann für regelmäßige Sachen ist. Der kann zum Beispiel sagen, okay, alle x Taktzyklen gehe mal hin, frage hier die RTC ab und gucke nach, was wir tatsächlich für eine Uhrzeit haben und schalte gegebenenfalls Sachen. Und ich denke, jeder Sporter zeigt auch schön, was Flexibilität für einen Preis hat. Wir hatten beim letzten Mal ja eine Mutteruhr, die einfach nur Timer-Counter hatte und ein bisschen was gemacht hat. Hier können wir beliebige Module offensichtlich reinhängen, die verschiedene Funktionen machen. Wir haben hier offenbar so serielle Schnittstelle Modem und RS485. Aber wie wir hier sehen, ist viel mächtiger mit Druckern und Lasern und was auch immer. Und naja, jede dieser Funktionen muss natürlich irgendwie funktionieren und entsprechend viel Hardware brauchen wir hier. Heutzutage sähe das natürlich ein bisschen dünner aus, weil heute läuft alles irgendwie seriell. Das heißt, da macht man einen I2C-Bus aus der CPU und im Prinzip hier diese komplette Ecke, die können wir in der CPU quasi heutzutage abhandeln und die würde komplett wegfallen. Andererseits sehen wir viele Dinge, die gleich sind. Batterie-Backup ist bei so Uhrenzeugs eigentlich ein Muss. Und auch bei vielen anderen Geräten war Batterie-Backup quasi Standard, weil halt viel in SRAM gespeichert wurde. Denn, naja, wo speichert ihr eure Einstellungen? Ne? Heutzutage in EEPROM, aber das hier wird kein EEPROM sein. Das heißt, dieser ROM hier, der wird einmal beschrieben und dann war's das. Eventuell kann man nochmal mit UV löschen, aber so im Betrieb mal was neu schreiben ist nicht. Das heißt, das Einzige, was ihr habt, wo man etwas speichern kann, ist der RAM und der braucht halt immer Strom. Wenn der Strom weg ist und keine Batterie da ist, sind alle Einstellungen weg. Das ist für mich natürlich immer ein bisschen nervig, weil diese Batterien meistens, wenn ich die Geräte in die Finger bekomme, schon ein bisschen älter sind und überall übers Board gesifft sind. Und das macht halt so Traces kaputt und ist eher unschön, aber naja, die hatten halt früher nicht wirklich viel Auswahl. Es gab zwar auch schon damals Bauteile, die sowas persistent speichern konnten, aber die hatten dann andere Probleme, waren schweineteuer. Deswegen sieht man sehr häufig solche RAMs, teilweise mit externen Batterien wie hier oder bei meinen HP-Multimetern war es ja auch so gelöst. Teilweise gibt es aber auch tatsächlich irgendwie RAM-Chips mit einer eingebauten Lithiumzelle in einem Paket. Das sind diese ominösen, ich glaube Dallas hat die hergestellt, die sehr viele Leute, die Messgeräte reparieren, zur Verzweiflung bringen, weil die halt jetzt langsam doch leer gehen und dann sehr seltsame Effekte machen. Und der Vollständigkeit halber noch, ich habe mal bei einem von den ROMs die den Aufkleber abgezogen. Die sind vom Typ M2764AFI und unter dem Aufkleber verbirgt sich tatsächlich dieses Ding hier, also das Rohrglas hier. Mal ein bisschen scharf stellen, da können wir tatsächlich sehen, was da drin ist. Ist ein bisschen problematisch, da es halt spiegelt wie sonst was, aber ich denke, wir können den IC hier sehr gut sehen. Wir haben hier an den beiden Seiten jeweils die Bondwire, das heißt, das sind die kleinen Drähtchen, die von den Beinchen vom Gehäuse kommen, die hier auf diesen Silizium-Wafer gehen. Dann sehen wir auch relativ gut außenrum ein bisschen von der Logik. Das wird die Adressierung sein und so weiter, obenrum auch noch. Und in der Mitte dieses große braune Teil, was wir hier sehen, das ist der eigentliche Speicher. Das heißt, da sind die ganzen Sachen drin gespeichert. Ich guck mal, ob ich noch eine größere Linse habe. Vielleicht kommen wir noch was näher ran. Okay, und das ist definitiv nichts für mein Mikroskop. Hier wackelt alles nur noch. Aber ich denke, man kann so ein bisschen erkennen, da kommen die Bondwire.
Und da man ein bisschen Elektronik oder zumindest mal diese sogenannten Features, also ja, die eigentliche Schaltung. Und wenn wir hier gucken, wir haben rechts die einzelnen Leitungen. Daneben haben wir dann die Elektronik selber, wie es aussieht. Und dann haben wir da diese Pfeile, die nach links gehen. Das werden wahrscheinlich die einzelnen Spalten- oder Zeilentreiber sein, die hier in der Mitte die einzelnen Speicherzellen, die wir hier eventuell noch so ein bisschen erkennen können, dann einzeln ansteuern. Obenrum haben wir dann auch noch ein bisschen was. Das sieht jetzt aber nicht so viel aus. Und unten sehen wir aber, dass es da so Features gibt, die von unten nach oben jetzt hier in dem Fall laufen. Das werden dann die anderen Treiber sein. Das heißt links, rechts wahrscheinlich die Spalten und das hier eventuell die Zeilen oder sowas. Ja, de facto, es ist auf jeden Fall etwas, das so aussieht wie das, was man auch erwarten würde. Viel Speicher und ein bisschen Kontrolllogik außenrum. Und wie gesagt, die hier, die wurden dann entsprechend mit UV gelöscht. Das heißt also, man hat hier den Chip geholt, hat den entsprechend UV-Licht ausgesetzt. Und ja, so konnte man die löschen und danach mit der Programmierspannung, wir hatten ja gesehen, da stand was von 12,5 Volt drauf. Damit konnte man die dann wieder neu beschreiben. Und um zu verhindern, dass die Dinger sich selber wieder löschen, musste man die natürlich vor UV-Licht schützen. Ist ja auch ein bisschen was in der normalen im normalen Umgebungslicht und so drin. Und deswegen ist da üblicherweise immer ein Sticker oder sowas drüber. Okay, dann baue ich das Ganze mal wieder zusammen. Die Tastatur Kuhlmann-Krippner, offenbar, Metallplatte. Ich glaube, die lasse ich jetzt da mal drin. Da ist nicht allzu viel dahinter wahrscheinlich. Es werden wahrscheinlich doch dann Folientaster sein, weil ich habe nichts gesehen, was in Richtung Touch-Interface aussieht. Aber, ne, bauen wir mal wieder zusammen. So, spielen wir mal eine Runde What Could Possibly Go Wrong. Ich habe schon mal ein Stromkabel drin und ja, der wird wahrscheinlich nur mit 230 Volt laufen. Einfach weil da drin der Ringkerntrafo dafür ausgelegt ist. Ich fange mal trotzdem mal mit Hälfte der Spannung an. Okay, er trötet. Ich hoffe, das war einfach die Hupe, die da drin ist. Okay, das wird die Hupe sein, die da drin ist. Gehen wir mal auf volle Spannung. Wir haben ja zumindest mal nichts, was irgendwie so aussieht, als ob es Kaboom gemacht hat. Und der Hub hört auf, tut sich aber auch sonst nichts. Kein Display. Also offensichtlich tut er nicht ganz das, was ich möchte. Irgendwie ging der doch eben auch so. Dann würde ich sagen, ich drücke jetzt einfach mal diesen Kaltstartknopf, den ich hier gefunden habe. Und zwar mit Strom. Dann gucken wir mal, ob das was hilft. Hier ist schon mal eine LED an. Die 5 Volt LED ist ebenfalls am Leuchten. So, Kaltstart gedrückt, nichts tut sich. Ja, das ist dünn. Kann natürlich sein, dass er unbedingt die Batterien braucht. Oh, 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 ich habe Display. Offline. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Relativ dunkel das Display. Bringt das sowas? Naja. So ein bisschen kann man es, denke ich, erkennen. Da steht auf jeden Fall etwas. Gut. Diagnose? Not authorized. Okay. Ja, man kann es offensichtlich schon mal ganz gut benutzen, um damit irgendwie Einbrecher abzustrecken. So, ich gucke jetzt erstmal gerade, ob ich das Licht anders hinbekomme, dass man mehr sieht. So, schon mal Licht an. Offline haben wir schon. Diagnose wissen wir schon, dass wir nicht rein dürfen. Wie sieht's mit Programmierung aus? Not authorized. Die anderen dürfen wir nicht. Was können wir hier machen? Ja, okay. Egal was ich drücke, er tut nichts, außer mir sagen, dass ich nicht darf. Aber immerhin, es scheint etwas zu laufen. Und es sieht halt interessant aus. Die Frage ist halt, ja, können wir uns irgendwie autorisieren? Ich habe die Befürchtung, da brauchen wir dann zwingend irgendeine Möglichkeit, mit dem Ding digital zu reden. Über eine der Schnittstellen. Wie schon gesagt, hier ist eine ja offensichtlich, die online ist. Ich würde aber sagen, erstmal, those shall measure voltages. Ich würde gerne wissen, mit wie viel Spannung der Trafo hier arbeitet, was wir hier haben auf den Leitungen. Und ja,
Mal gucken, ob wir irgendwas Offensichtliches finden, aber ich denke, ich lasse das dann auch erstmal hier so. Ist lang genug das Video, oder? Also schauen wir mal auf den Trafo hier hinten. Das wird ja AC sein und wir haben eine Spannung von AC 22 Volt. Okay. Gehen wir mal auf die DCs hier rüber. Das hier dürfte Ground sein und dann haben wir hier 5 Volt, 5,07. Jups, das kommt hin. Und auf dem hier 28 Volt, auch realistisch. Und hier nochmal 5 Volt, wie es aussieht, oder irgendwas in die Richtung. Das könnte eventuell der Reset-Button sein. Der wird mit 5 Volt Logik arbeiten. Gut, was sagen uns diese hier? Da können wir auch mal drauf gucken. Da wird wahrscheinlich auch ja, 23 Volt. So, Pi mal Daumen. 23 Volt und dann wird hier 5 Volt wahrscheinlich sein, irgendwo. Nope. Okay. Das wundert mich. Oh doch, hier ist 5 Volt dazwischen. Okay. Also der wird wahrscheinlich dieselben Spannungen haben, die dann hier drauf gehen. Gut. Ja, viel mehr messen kann ich wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Zumindest nicht, solange der mir hier sagt, offline und mir mitteilt, dass ich nicht darf. Ja, und ich kann leider nicht viel dazu finden. Also hier unter der Bezeichnung TS986 findet man nur ein paar grobe Infos, aber nicht so wirklich, was das Ding macht. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass das die reine Zeiterfassung ist. Zeiterfassung, Zutrittskontrolle. Und ja, entsprechend, wir haben hier unten ja diese Klemme, wo wir gesehen haben, dass da HU draufsteht. Also da wird eine Hauptuhr noch dazugehören. Das heißt, man hat immer dann seine Hauptuhr, die die Uhren steuert. Und das Ding hier hat die Uhrzeit davon bekommen. Wie wir gesehen haben, ja, Interface ist nicht wirklich viel. Überall sagt da Access Denied und Offline. Ich gehe davon aus, dass man da noch irgendwie einen speziellen Code haben muss oder das Ding vorher programmieren muss. Die beiden seriellen Schnittstellen, also sowohl die RS-232 als auch die RS-485, die haben beide, zumindest wenn wir den LEDs hier drin glauben, nicht, dass sie gerade am Senden sind. Das heißt also, wird man auch aktiv nachfragen müssen, was halt ohne einen entsprechenden Befehlssatz für das Protokoll ein bisschen schwer ist. Gut, ich werde das Ding mal in die Ecke packen, mal gucken, was wir damit machen. Ich meine, wir können auf jeden Fall die Taste ansteuern. Ich schätze, mit ein bisschen Aufwand kann man auch das VFD hier ansteuern. Da kann man mal gucken, was man damit macht. Aber hier so komme ich auf jeden Fall mit dem Ding nicht weiter. Trotzdem haben wir gesehen, obwohl die Batterie ein bisschen was abbekommen hat und sich übers Board ergossen hat, ist alles noch funktionsfähig und das, obwohl der Ende der 80er hergestellt wurde, also doch schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und ja, ob das bei heutigen Geräten dann noch so lange hält, das steht auf einem anderen Blatt. Ansonsten, ja, wir sehen, die CPU funktioniert auf jeden Fall. Wenn ich irgendwas tippe, reagiert er. Er sagt uns, dass wir nicht rein dürfen. Und ich würde mal sagen, das ist so beabsichtigt gewesen. Oder anders gesagt, er tut offenbar, was er soll.